Servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu FIFA 11 und der Karriere des Maximilian Gulasch. Ich habe Off-Cam, ich habe es schon aufgenommen, dass ihr es auch sehen könnt, aber ich habe noch nicht dazu gesprochen, mir einen Leistungsschub wieder geben können. Ich habe festgestellt, ich habe wieder Punkte gesammelt, wir sind jetzt nicht mehr auf 59, sondern wir sind jetzt auf Stärke 60. Vielleicht macht das ja einen Unterschied gegen Bristol City, gegen die wir jetzt in der nächsten Cup-Runde, also Pokalrunde, antreten. Und letztes Mal gegen Middlesbrough ist das ja recht gut gelaufen. Entschuldigung. Man hört vielleicht ein bisschen, bin ein bisschen verschnupft, verkühlt, aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt die Aufnahme für euch. David James, ist das wirklich David James da im Tor? Vielleicht haben wir ja Glück und er hat wieder einen etwas unglücklichen Tag. Und natürlich der eine Stürmer, den sie da vorne haben, ist natürlich der stärkste mit 77, also gemeinsam mit dem Torhüter. Das kann ja was werden. Aber es hat ja gegen Middlesbrough gut funktioniert, warum soll es nicht auch gegen Bristol funktionieren? Außer natürlich, wir haben wieder einen schlechten Tag, vor allem unsere Verteidigungsfehler sind fürchterlich. Führe mindestens 3 Pässe als Heber aus. Glaube ich nicht. Bleibe dran, gewinne, indem du während des Spiels weniger als 55 Minuten führst. Nein, ich glaube, auch dem werde ich nicht folgen. In diesem Spiel ist mir lieber, ich führe und gewinne, egal wie. Ach ja, apropos Middlesbrough letztes Mal, haben wir in voller Länge gezeigt. Das Spiel zeige ich euch natürlich jetzt auch in voller Länge, wie versprochen. Das ist unser Live-Spiel. Ryan Clark, unser Elferkiller, also unser Torhüter, der spielt tatsächlich immer noch. Der ist 41 und spielt aktuell bei Hungerford. Habe ich letztens mal recherchiert, wer unser Torhüter ist und wo der gespielt hat und habe dann festgestellt, der spielt noch. Was sagt man dazu? So, Leute, konzentriert euch. Das ist ein wichtiges Spiel. Ja, das ist sowas, was ich an dem Spiel manchmal überhaupt nicht leiden kann. Da geht man in einen Zweikampf, gewinnt den eigentlich, aber der Ball springt dann irgendwo hin, wo es eigentlich für den Gegner praktischer ist als für einen selbst. Ich wollte sagen, schieß! Schade. Der Ivanschitz hätte getroffen. Ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich ein Foul gewesen. Oh, der. Ja. Und dafür kriege ich wahrscheinlich jetzt wieder einen Minuspunkt, weil er einen blöden Pass gespielt hat. Schade. Aber wir zeigen zumindest mal gleich von Anfang an. Hallo, wir wollen weiterkommen. Wir werden es euch nicht leicht machen. Auswärtsteam oder nicht. Gespielt. Ja, verdammt, der Verteidiger hat mitgesehen, aber ist trotzdem nochmal gefährlich geworden. Ich hätte jetzt gelacht, das wäre ein super Tor gewesen eigentlich. Schon wieder, das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Und ja, unsere typischen Ballverluste im Spielaufbau oder in der Defensive, das können wir uns gegen so einen Gegner wirklich nicht erlauben. Ach, das zählt schon als Heber, oder wie? Oh, Freistoß. Okay, das wäre jetzt natürlich hammergeil, wenn ich den reinhauen könnte. Einmal hat es ja schon funktioniert. Wäre schön, wenn es nochmal klappen würde.
Ich warte immer auf diesen Vibrationspunkt. Okay. Also ihr habt doch selber jetzt gesehen, meine Schussstärke, oder? Warum genau der jetzt so missraten ist, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe nicht gedacht, dass er mich jetzt anvisiert. Ebenso hier wieder. Wow, hallo? Was war das denn jetzt? Oh, nächste Chance. Eine neue Chance für Maxi. Okay, angeblich ist das jetzt hier der Punkt. Dann probieren wir es. Oh ja! Freistoß an die Latte und von David James hinein. Oh, perfekter geht's überhaupt nicht. Yes! Mal schön drüber. Es wäre natürlich schon David gewesen, wenn er so hineingegangen wäre, aber dann so auch noch. Bäm, ja! Geil, 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 geil. Ah, ich freue mich gerade. Egal wie das Spiel ausgeht, ich habe einen geilen Moment. Okay, aber so ganz egal ist es mir doch nicht, wie das Spiel ausgeht, denn wir wollen das Cup-Spiel natürlich gewinnen. Uff. Genau, Leute, reingehen. Wir müssen das jetzt verteidigen. Ja, so schön. Okay, gut, 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 gut. Dorman hat ihn. Unser Ryan Clark. Der Vorteil ist jetzt auf unserer Seite. So, jetzt einfach immer meine Position zu halten oder halt auch mitzuhelfen, wenn sie mich brauchen. Aber im Moment machen sie das sehr gut. Eckball! Wir sind mutig, das muss man uns auf jeden Fall zugute halten. Aber ich kann sich doch wohl durchsetzen, schade. Clark. Ich kann sagen, bitte spiel dich da hinten nicht. Wo bin ich eigentlich ja da? Einmal kurz durchschnaufen, einmal vom Glas Wasser einen Schluck machen. Und dann geht's weiter. Nochmal, dann mache ich mein Achievement gleich. Danke. So. Ich wurde nicht anvisiert. Oh. Ich werde laufen. Ich werde laufen bis zum geht nicht mehr. Ich weiß, ich spreche jetzt gerade sehr wenig, aber es ist halt einfach gerade so spannend. Und ich versuche mich halt zu konzentrieren, dass uns nichts wirklich jetzt was passiert.
unnötig. Leute, Pressing, Pressing. Boah, weg damit. Einfach weg, danke. Okay. Neuaufbau von Bristol. Die plötzlich spielen wie, ich weiß nicht, Manchester United. Wäre es mir lieber gewesen, hätte mir den Ball noch einmal gegeben. Hau weg, danke. Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich besser von hinten heraus spielen, geordnet, aber in manchen Situationen ist es doch besser, wenn der Ball einfach weg ist. In solchen zum Beispiel kann man dann schon mal laufen. Ich probier's. Gibt es Eckball? Oder war der schon draußen? Weiß ich nicht, auf jeden Fall, die wechseln jetzt mal. Bristol. Abstoß, schade. Aber immerhin, ich habe uns Zeit verschafft. Und der Ball war weit, weit weg. Abgefangen. Jetzt geordnet nach vorne. Das ist nicht geordnet nach vorne, Jungs. Schön rausgespielt, muss man sagen. Ja, wenn ihr mich nicht angreift, ich habe kein Problem damit. Dann bauen wir halt von hinten neu auf. Probier's! Oh, schade! Schade, den habe ich schon drin gesehen. Das wäre die Entscheidung gewesen. Schade. Meine Güte, dieses Team blüht im Cup ja richtig auf. Ich bin begeistert. 10 Minuten noch. 10 Minuten noch heißt es durchhalten. Okay, wir sind dran. Weißt du was? Schieß einfach. Ein paar von uns waren nämlich noch vorne. Ich habe gedacht, vielleicht kommt da einer ran. Und weit weg von unserem Tor ist immer besser als nah dran. Boah, wie die jetzt spielen. Das ist ja furchtbar. Ich hau den jetzt einfach weg, ohne Mist. Ja, komm. Showman. David James, der Showman. Das war allerdings jetzt nicht so gut. Boah, wirklich, wie die jetzt spielen. Gut, gut, gut. Ball gerne halten, einfach nur halten. Gib ihn mir nochmal, danke. Zack. Brauchen kein Risiko mehr eingehen, Leute. Keine Sorge. Ups. Und der Schiri könnte auch mal abpfeifen jetzt irgendwann. Dankeschön. Boah. Sehr schön. Nachdem wir uns im letzten Cup-Spiel ein bisschen hineinzittern mussten in den Sieg. Dieses Mal eigentlich recht überzeugend. Ich weiß nicht, hat Bristol eigentlich einen einzigen Torschuss abgegeben? Warte, ich will die Spielinfo mal sehen. Haben die einen Torschuss abgegeben? Nein, keinen einzigen. Sie waren sehr zweikampfstark und
das war's. Und haben halt immer wieder versucht, an uns vorbeizukommen mit ja, schnellem Spiel, aber es hat nicht funktioniert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was gibt's Schöneres? Wir sind im Cup aufgestiegen. Wir sind Spieler des Tages. Hoffe ich jetzt mal. Sehr schön. Haben unsere Form wieder etwas hochgeschraubt für den Kamerun-Kader. Und ich habe einen super Moment mit David James aufgenommen. Großartig, großartig. Schauen wir mal, ob es noch andere Überraschungen gab. Wir sind ja immerhin ein Viertligist, der jetzt schon zwei Cup-Runden überstanden hat. Ein fantastischer Tag für Maximilian Gulasch. Oxford United gewinnt gegen Bristol City im englischen Liga-Cup-Wettbewerb. Das rahmen wir uns gleich ein. So, also Sheffield Wednesday schmeißt Manchester United raus. Was ist denn da passiert? Arsenal fliegt gegen Scunthorpe raus. Es war heute der Tag der Überraschungen. Ist heute Vollmond oder was? Leicester gegen Nottingham hätte ich gern gesehen. Hull gegen Portsmouth. Hätte man auch nicht unbedingt zu erwarten können. West Ham schießt Newcastle nieder. Ansonsten Sunderland gegen Bolton, Stoke gegen Fulham. Liverpool gegen Everton. Ui, als Derby. Ziemlich eindeutig an Liverpool. Und Manchester City gegen Norwich 2 zu 1. Okay. Vierte Runde Pokalauslosung. Wir wissen auf jeden Fall schon mal eines, uns bleiben Arsenal, Newcastle oder Manchester United erspart. Reading ist unser nächster Gegner. Okay, das sollte doch im Bereich des Möglichen sein. Aber zuvor wieder zurück zum Liga-Alltagstrott, nachdem ich hier speichere. Das will ich nicht mehr. Und wer bitte hat die Trikots ausgewählt? So geht das überhaupt nicht. Da müssen wir noch einmal was ändern. So, unsere Heimtrikots sind dunkelblau. In welchen Trikots kommt ihr? Ah, wir haben hellblaue Trikots. Ja, passt perfekt. Ja, ich glaube, so kann man es gut unterscheiden. Ich habe nämlich schon erkannt, wie wichtig das ist. Gut, dann mal sehen, was uns jetzt im Liga-Alltag erwartet. Schade. Aber gut gehalten, gut reagiert, muss man sagen. Der ist allerdings geschenkt. Ich suche meine Möglichkeiten. Ich muss aber auch das Spiel leiten, auch wenn ich nicht Kapitän bin. Ah, oh, Pfosten, verdammt. Also, wie die gegen uns reingehen, und das ist nie ein Foul. Es ist irgendwie erschreckend, muss ich ehrlich sagen. England hin oder her, britische Härte hin oder her, aber das geht überhaupt nicht. Das gibt's doch nicht! Das gibt es doch einfach nicht! Oh, ich habe drei Top-Chancen gehabt, jetzt unser Stürmer hat auch eine gehabt. Stange! Ich vorher Stange! Meine Güte, der Ball muss doch irgendwann mal bei denen reingehen, das gibt es doch nicht! Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen. Manchmal habe ich den Eindruck, ich hätte mich lieber als offensiven Mittelfeldspieler oder sowas betiteln sollen. Oder festlegen sollen, besser gesagt. Schöner Pass. Wenn jetzt auch noch den Ball hineinbringen würde und jemand in der Mitte stehen würde, das ist natürlich großartig. Fußball denkt sich jetzt wohl, sollen ihr Glück ein bisschen herausfordern, denn man weiß ja bekanntlich, die Tore, die man vorne nicht macht, die bekommt man hinten. Warum habe ich jetzt einen Minuspunkt für Dribbling bekommen? Ich habe den Ball nicht verloren.
Bisschen Zeit haben wir noch. Wir kommen leider nicht mehr so gut durch wie vorher noch. In der ersten Halbzeit. Ja toll, wenn keiner mitkommt, was soll ich denn machen? Das gibt es doch nicht. Alter. So ein unnötiger Punkteverlust. Naja, wir haben einen Punkt, aber es müssen drei sein. Es mussten einfach drei sein. Wir hatten genug Chancen für zwei Spiele. Uns fehlt ein bisschen der Mut zum Risiko, habe ich das Gefühl. Weil jedes Mal, wenn wir einen Angriff starten, entweder kommen sie mit oder sie trauen sich nicht so richtig. Weiß nicht, hat uns der Trainer irgendwie gesagt in der Halbzeit, nein, wir legen das jetzt defensiver an oder was? Das ist ja anstrengend. Ja, aber ich glaube nicht alles, was in der Zeitung steht. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Also nicht in der Zeitung. Kamerun gegen Norwegen. Wie schaut der Kader aus? Ja. Wie war das? Wir sind auf dem besten Weg. Ja, sehe ich ja. Tja, und dann passiert eben sowas. Selber schuld. Vielleicht kommt jetzt ein neuer Teamchef und der weiß Talent zu würdigen. Hätte ich mich für Liechtenstein entschieden, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon 20 Länderspiele. Fünfter Mittelfeldspieler wie Mbami, Njemba Djemba und Makun sowie Mbia und Ngomkome müssen von Maxi Gulasch aus dem Weg in die Startelf ausgestochen werden. Ich dachte schon, da steht, es müssen von Maxi Gulasch aus dem Weg geräumt werden. Das wäre ein bisschen böse. Finnland schlägt Österreich 3:0. Oh mein Gott, was ist denn da schief gelaufen? Und Holland spielt auch schon wieder. Schön. Und verlieren gegen Dänemark. Okay, na dann schauen wir mal, ob wir jetzt gegen Chesterfield mehr Glück haben. Und uns die dringend benötigten 3 Punkte holen können. Ja, na zum Glück. Ich bin zwar nicht der Torschütze, aber das ist mir wurscht. Hauptsache, wir führen jetzt mal und sind auf Siegeskurs. Das war jetzt ein Gewusel hier. Siedler-Style. Wir machen nicht genügend Tore, my lord. Ah nein, das war Stronghold, Entschuldigung. Puh, also in der deutschen Bundesliga könnte man das als Rückpass ansehen, aber beschwer mich nicht. Und fast so wie im letzten Spiel sind wir plötzlich wieder hinten drinnen. Und kaum einer geht nach vorne. Da muss man sich wieder fragen, was ist da los? Was für eine Spielidee verfolgt unser Trainer? Denn das ist ziemlich, ungünstig. Wir sollten eigentlich schauen, dass wir sie weiter unter Druck setzen und das 2:0 machen. Sowas brauchen wir allerdings überhaupt nicht. Nein, oder? Den hat doch jetzt jemand abgefälscht. Du kannst mir jetzt nicht sagen, der hat den drüber gedonnert, so derartig erbärmlich. Er hat ihn erbärmlich drüber gedonnert. Schade. Schade. Habe ich ein bisschen zu zentral ausgerichtet. Meine Güte, ich wünschte, diese Wechsel könnten ein bisschen schneller überspringen. Wir verbrauchen immer so viel Zeit. Unnötig. Ah, ja, wie spielst du mir denn dann auch? Spielst du mir vielleicht dorthin, wo ich stehe, du Depp? Und ich krieg wieder den Minuspunkt dafür. Mein Gott. Los, Burschen, jetzt konzentriert euch. Muss ich hinten schon aushelfen, oder was? Der
Schiedsrichter, der lässt immer nachspielen bis zum geht nicht mehr. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Diese Versagertruppe da hinten. Der darf nie im Leben durchrutschen und der Schiri, der natürlich wieder 100 Minuten nachspielen lässt. Schon wieder komplett unnötiges Unentschieden. Das hätten wir gewinnen müssen. Meine Güte, die vergraulen den Maxi aber ordentlich. Wenn die so weitermachen und sie nicht aufsteigen, dann wird er sich wahrscheinlich einen Wechsel überlegen. Muss man dann schauen im nächsten Transferfenster, ob nicht vielleicht wer an uns interessiert ist. Meine Güte, da komme ich schon nach hinten und helfe mit und diese Deppen, na wirklich. Ich hoffe, die Mannschaft hat jetzt die Zeichen verstanden und wir gewinnen jetzt wenigstens gegen Stockport. Ansonsten muss ich mir echt Sorgen und Gedanken machen. Yes, jawohl, okay. Haben wir schon Sorgen gemacht, weil ich hatte die erste Chance. Aber gut, der Green macht es. So, das ist Teil 1. Und wir stellen uns jetzt nicht sofort hinten hinein und schauen, dass was passiert. Was sind denn das für Fehlpässe schon wieder? Da wird der Ball gerade weggespielt von dort und kommt sofort postwendend von einem meiner Spieler wieder zum Gegner zurück. Als ob wir es ihnen möglichst schenken wollen, den Ausgleich, obwohl sie ihn nicht verdient hätten. Oh, na Gott sei Dank. So muss das eigentlich aussehen. Mit halt dem Unterschied, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr machen, weil gespielt haben eigentlich nur wir, Druck gemacht haben nur wir. Also wenn das jetzt noch ein Ausgleich gewesen wäre, dann, boah. Dann wäre das Spiel aber ziemlich hart, auch schon auf Halbprofi. Oh, es ist soweit. Englischer Liga Cup. Das heißt, wir haben jetzt zwei Live-Spiele in einer Aufnahme. Na gut, aber unsere Formkurve steigt ja nach... Aber steigt nach oben. Ja, sie steigt nach oben und sie zeigt nach oben. Also, vielleicht ist ja die hohe Steigerung gegen Reading jetzt auch noch vorhanden. Allerdings nicht mit diesem Trikot. Also zumindest von den Stärkepunkten her, soweit ich das sehen kann, ist Reading eigentlich schlechter als Bristol. Was auch immer das heißen mag, wahrscheinlich gar nichts. Denn am Ende müssen wir trotzdem schauen, dass wir gewinnen und uns gegen diese Spieler durchsetzen, die allesamt besser sind als wir. Das Ball ist ein Erfolgsfall von mindestens 20%, das sollte hinzukriegen sein. Erzielen wir mindestens ein Tor nach einer Flanke, das wohl weniger, weil wir schlagen so gut wie keine Flanken. Wir dribbeln uns und kombinieren uns meistens durch die Mitte. Ganz schön großes Stadion. Ich weiß gar nicht, dass Reading so eins hat. So, und auf geht's. Wir brauchen wieder eine exzeptionelle Leistung heute. Es wird nicht einfacher im Cup. Bloß nicht Fahrt aufnehmen, genau so. Meine Güte, spiel doch den Flügel entlang, da ist gerade wer gelaufen. Wozu haben wir eigentlich Flügelspieler, wenn wir sie nie benutzen? Oh,
Den hat er genau auf die Nase bekommen gerade. Aber allein auf weiter Flur wird das nichts bringen. Schade. Hätte mich so schön durchgesetzt jetzt. Und oh komm, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Unser Captain und Stürmer. Der Constable. Und das Achievement wär's auch gewesen. Ah. Leute, wir haben Außenverteidiger und Flügelspieler. Wieso ist die Seite so leer? Oh, das war jetzt allerdings wirklich mein Fehler. Da kann ich an ihm vorbeilaufen. Na, so wird das nix. So wird das nix. Gut gedacht ist noch lang nicht gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, wenn der da jetzt einfach durchrennt. Güte, es muss doch einmal ein Durchkommen sein hier. Da müssen wir wirklich über die Flanken spielen. Ah, den habe ich nicht richtig getroffen, scheinbar. Schade. Aber ich bin nochmal durchgekommen. Ja, zieh mir einen Punkt für einen Schussversuch ab. Meine Güte. Ja, ziemlich humorlos, die Herren von Reading. Puh. Ging ja gerade nochmal gut jetzt. Komm, spielen wir mal über die Flanken, genau. Das war keine gute Flanke. Ja, den Punkt habe ich jetzt zu Recht verloren. Okay, ich bin eigentlich auch. Ich habe Rechtsfuß habe ich eingestellt, ich weiß es nicht mehr genau. Ach so, Halbzeit. Okay, ich dachte, da war ein Foul oder so. 0-0, immer schon besser als ein Rückstand. Nein, ich will nicht nach vorne, ich wollte auf den Flügel spielen. Was macht das Spiel denn da? Ich habe eindeutig nach oben gezielt.
Ja, die Flanken schon einmal sehr gut, aber ja. Das Vollenden ist bis jetzt das Problem bei uns. Genau solche Pässe brauchen wir in so einem Spiel gegen so einen Gegner eben nicht. Ja, der Pass auf mich kam ein bisschen spät, mein Lieber. Ich bin schon da. Manchmal kann ich euch ja helfen. Das war ein mieser Pass, das hat mit mir jetzt nichts zu tun gehabt. Das geht zu langsam, Leute. So können wir nicht gewinnen. Noch keine Chancen rausspielen. Meine Güte, ihr wollt unbedingt, dass ich sage, hier gibt es mir, ich mach das. Ha? Anders kann ich mir das nicht erklären. Reading wechselt, interessanterweise, wir wechseln nie. Nein, was ist da passiert? Was ist da passiert? Meine Güte! Wo rennt der hin? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht euer Ernst, Leute. Wirklich. Geht's doch hin. Ja toll, dann helfe ich euch Leute und dann macht ihr sowas. Nochmal, alles kann ich nicht alleine machen. Wenn ihr die Bälle immer herschenkt, so wie hier. Ja, ich fürchte, das ist das Ende unserer Kappstraße. Oh, na toll, jetzt haben wir noch einen Freistoß. Ja, das Spiel ist eh gelaufen, also was soll's. Ah, schade. Es wäre so schön gewesen. Und dann natürlich, was bricht uns wieder das Genick? Unsere erbärmliche Abwehr. Man muss aber auch fair sein, wir haben, glaube ich, kein einziges Mal wirklich einen Torschuss abgegeben. Oder hatten wir überhaupt eine Chance? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, wir haben zwar zwei Schüsse gemacht,
Aber aufs Tor kein einziger von. Aber die hatten auch keine echte Chance. Nur wegen dem einen blöden Fehler sind sie einmal vors Tor gekommen und haben ihn versenkt. Und nicht zu vergessen, unser Stürmer und Kapitän, der eigentlich Mr. Zuverlässig sein sollte, die Riesenchance per Kopf nach einer Flanke völlig freistehen und er kriegt den Ball nicht hinein. Na gut, aber damit ist die Doppelbelastung jetzt wenigstens mal weg und wir können uns jetzt hoffentlich auf unsere Zweitligakampagne konzentrieren. So, und als nächstes geht es gegen Stevenage. Wenn ihr euch erinnert, geht ja gut los. Wenn ihr euch erinnert, das war eins der Teams, das aufgestiegen ist dank des Aufstiegsplayoffs. Habe ich euch ja letztes Mal erzählt. Aber von der Stärke her sind die mit uns gleichzusetzen. Also, wenn wir gegen die nicht gewinnen, gewinnen wir gegen gar keinen mehr jetzt. Oh! Na, sieh mal an! Sieh mal an, wir können ja doch aus Standardsituation Tor machen, also abgesehen von Freistößen und Elfmeter. Geht doch, geht doch. Ja, ungefähr so hätte ich das auch zusammengebracht. Aber besser und schöner. Gut, muss ich hinten nochmal ausputzen mit letzter Kraft. 1 zu 0, Sieg, meine Güte. Das war jetzt allerdings nicht so eindeutig, denn Stevenage hat richtig Druck gemacht, richtig gut gespielt. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aufstiegskandidat hin oder her, aber wenn die so wie wir einen Stern haben, dann erwarte ich eigentlich ein bisschen weniger, sage ich jetzt einmal. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ein Riff auf uns selber ist. Johnstons Paint Trophy. War wieder ein Pokalbewerb oder wie? Aber ganz ehrlich, der kann nicht so wichtig sein. Sag ich und red wahrscheinlich am Blödsinn jetzt. Ich habe halt noch nie von dem gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schauen wir mal. Wenn es schon nicht der Liga Cup wird, ja, warum nicht die hier? Probieren wir es zumindest mal. Wobei, nein, das ist ein Blödsinn. Blau und hellgrün, das beißt sich ziemlich stark. Tag? Ebenso. Ja, es war ein Anfang. Aber du hättest noch viel weiter gehen können, mein Lieber. Das ist jetzt mindestens schon der 10. Fehlpass, den wir heute spielen, aus der Verteidigung heraus. Als ob das Spiel wirklich absichtlich versucht, mich zu manipulieren. Das kann doch nicht wahr sein. Das noch dazu gegen so ein Mini-Team. Was? Schaut euch das an. Was ist das? Und so eine Angriffswelle von wie die spielen, würde ich mir von meinem Team erwarten. Gott sei Dank. Meine Güte, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh Gott sei Dank macht er den jetzt. Himmel. Gott, das war anstrengender, als es irgendein Recht hatte zu sein. Ein Wahnsinn. Mein Hauptsache weitergekommen, aber das ist immer noch dasselbe Team, das ja Bristol geschlagen hat, das Middlesbrough rausgeworfen hat und wir tun uns gegen dieses Team so schwer. Das ist eigentlich lächerlich. Oh, ich frage mich, ob wir diesmal dabei sind. Oh, und die zweite Runde wird ja auch noch ausgelost, okay? Ach schön, gegen Sheffield Wednesday.
Sind ja auch nur die, die Manchester United rausgeworfen haben. Kamerun gegen Uruguay. Und wieder haben wir keinen Platz im Kader. Wer hätte das gedacht? Und wieder kein Sieg für Kamerun. Tja, irgendwas machen die falsch. Österreich schlägt Portugal 1:0, interessant. FA Cup gegen Stevenage, na das kann ja heiter werden. Wie viele Pokalwettbewerbe es in England gibt. Das ist eigentlich auch unschön, vor allem in der vierten Liga spielen wir eh schon 46 Saisonspiele und dann auch noch die Pokalspiele alle. Bist du wahnsinnig. Irgendwie bin ich doch noch an den Ball gekommen, okay. Ah, oh, schade. Ich werde zweimal abgeschossen und kontrolliere den Ball. Auch nicht schlecht. Okay, irgendwie ruckelt das Spiel gerade ziemlich stark. Ich hoffe, die PS2 kriegt mir hier nicht einen Hitzekoller oder sowas. Ah, oh, ich wollte schon jawohl sagen. Meine Güte. Wie war der nicht drin? Wir müssen solche Chancen reinhauen, verdammt. Das muss der Anspruch an uns sein, dass wir solche hundertprozentigen Chancen reinmachen. Ah, schon wieder zu spät abgeschlossen, meine Güte. Ich drücke immer den Knopf und er hat einen 1-2 Sekunden Delay, bevor er wirklich macht, was ich ihm sage. Das ist ein bisschen ungünstig. Schon wieder Pfosten, das gibt es nicht. Ah, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich treffe in dieser Folge irgendwie fast nur den Pfosten. Und ja, wow. Da schon gibt es 11 Meter. Na, was kommt jetzt? Na. Und dann ist er endlich im Tor. Na Gott sei Dank. Ich habe so sehr auf die Aktion da oben geachtet, dass ich gleich drauf geschaut habe, was ich eigentlich mache. Ich hätte eigentlich auch gut in Position laufen können, aber ja. Hat sich erledigt. War wieder eine Zitterpartie, die es nicht sein musste. Also, irgendwas hat es mit dem Team. Die Ergebnisse stimmen im Moment, aber glänzen tun wir nicht gerade. Es sind immer noch genau dieselben Krankheiten wie vorher, nur dass sie uns diesmal nicht, ja, das Genick gebrochen haben. Unser nächster Gegner ist Torquay United und wenn ihr euch erinnert, in meinem Fakten-Adventkalender habe ich euch ja mal etwas über sie erzählt, nämlich dass sie die kürzeste Laufbahn eines Managers überhaupt zu verantworten haben. Ja, schaut einmal hinein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist wirklich eine kuriose Geschichte. Und falls das Spiel gut läuft, könnten wir vielleicht in unserem Ruhmlevel etwas steigen. Naja, bin gespannt. Das geht ja wieder gut los. Schade, er hat mich anvisiert. Also, Burschen, langsam sollte das Training sich aber ein bisschen bezahlt machen, das Defensivtraining. Das geht zu einfach. Nein, das gibt es doch nicht. Ich kann doch nicht dauernd die Stange treffen. Das dritte Mal jetzt schon in dieser Aufnahme. Wie der Ball aber auch immer extrem weit von mir weg ist. Okay, der ist drin. Okay, ich habe mir schon Sorgen gemacht jetzt. Boah, okay. Oh.
Okay, ich dachte jetzt schon, weil alle so stehen geblieben sind, dass das Abseits war, aber okay. Okay. Alles gut. Never mind. Okay, die Ergebnisse stimmen weiterhin. 2 zu 0, aber uns klebt das Pech am Fuß, also uns selbst. Unsere Mitspieler, für die sind wir irgendwie in letzter Zeit unsichtbar. Wir treffen nur die Stange, aber ins Tor nicht hinein. Es hackt irgendwie. Es hackt bei uns. Aber wir kämpfen. Und wir werden weiter kämpfen. Und jawohl, unser Ruhmlevel ist gestiegen. Jetzt sind wir prominent. Und das mit blauer Schrift. Und das sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Level. Okay, prominent ist so niedrig. Okay. Bin gespannt, was dann noch kommt. Der Rot wird wahrscheinlich Legende sein oder sowas, aber interessante Maße. So, ich würde sagen, dieses Spiel gegen Burton Albion machen wir noch und dann schauen wir mal nach, wie es uns denn in der Liga aktuell geht. Ui, und die spielen ein ziemlich defensives System, wie das aussieht. Ich bin gespannt, ob wir da durchkommen. Das habe ich irgendwie erwartet. Stangenschuss Nummer 4. Und okay. Der rutscht da irgendwie durch alle durch. Passt 1 zu 0. Und endlich hört unsere Stangenserie auf. Ich habe einfach nur gedacht, okay, probieren wir es mal. Ich habe nämlich ein Weitschuss-Achievement. Und ja. Irgendwie passt der durch alle durch. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich beschwere mich nicht. 1 zu 0. Schön. Und wir beginnen eine neue Stangenserie. Natürlich. Schiri, könntest du dann bitte endlich wieder abpfeifen? Dankeschön. Die zeigen immer 1 oder 2 Minuten an und gefühlt geht das dann immer 10. Das ist irgendwie, ja, als Auslegungssache. Fakt ist aber, wir haben das Spiel gewonnen und das ist auch gut so. Wir waren eindeutig die dominierende Mannschaft. Burton ist in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgewacht, aber es hat nicht gereicht. Ja, ihr seht es ja, 4 Schüsse aufs Tor gegen 0. Also wenn wir das wieder nicht gewonnen hätten, dann ja. Ich denke, das kann sich doch zum Abschluss dieser Episode sehen lassen, oder? Maxi Gulasch glänzt beim Sieg von Oxford United über Burton Albion im Empower League 2 Wettbewerb. Ja, das haben wir ja gesehen. Hoffentlich hat es auch der Trainer von Kamerun gesehen. So, das nächste Mal geht's gegen Cheltenham Town. Vorher allerdings, wenn wir mal. Oh. Ja, das speichern wir natürlich mal. Und dann werden wir noch einen Blick auf die Tabelle machen. Ich habe da gerade gesehen, Zweiter, okay. Wie sieht's denn ganz genau aus? Zeig es mir, Spiel. Okay, wir sind jetzt nahezu bei der Hälfte der Saison, das wären 23. Haben allerdings auch ziemlich viele Pokalspiele dazwischen gehabt. Rotherham hat ein Spiel mehr als wir und ist 2 Punkte vor uns, aber wir liegen sehr gut auf Kurs. Ich bin eigentlich überrascht. Ich meine, ja, wir gewinnen zwar immer wieder, aber glänzen tun wir nicht wirklich. Ist eigentlich auch fürchterlich, dass wir Spiele verlieren, obwohl wir so wenig Gegentor bekommen. Aber Wickham, wenn ihr euch anschaut, die bekommen genauso wenig Gegentor wie wir und haben schon 4-mal verloren. Das muss man auch erstmal schaffen. Schaut es da drüben aus. Bradford, Lincoln. Und Aldershot ist aktuell ganz unten. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, ich mache jetzt hier den Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wo ich hoffentlich ein paar Spiele mehr zusammenfassen kann. Aber wie gesagt, es kommen halt auch immer wieder so Pokalspiele dazwischen, da komme ich halt in der Liga nicht unbedingt weiter.
Muss man das vielleicht ein bisschen besser aufteilen über die 2 Wochen? Na, mal sehen. Auf jeden Fall schön wäre es, wenn wir dann ein bisschen weiter sind. Wir wollen ja schließlich auch wissen, was am Saisonende passiert, wer an uns interessiert ist, ob wir vielleicht doch noch für Kamerun auflaufen und so weiter und so fort. Ich bin ich und nicht der, das ist FIFA 11, die Karriere des Maximilian Gulasch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich ciao, ciao.